C-Sicherheit hat den ganzen Bereich abgeriegelt. Okay. Der Stoßtrupp hat versagt. Oh, na sieh mal an. So. Meint ihr, er kriegt mich klein, ja? Ich brauche übrigens keine Waffen. Falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Meine Fäuste reichen. Gut, haben wir es geschafft. Shepard, hörst du mich? Bist du in Ordnung? Mir geht's gut. Aber ein bisschen Verstärkung wäre schön. Gut. Joker hat mir erklärt, was passiert ist. Ich bin zu Fuß unterwegs, müsste aber bald da sein. Entschuldigung, aber wer ist das? Sie senden auf einem ungesicherten Kanal und gefährden dadurch Kommando Shepard. Was? Wer spricht da? Moment. Joker hat doch sicher Analystin Brooks erwähnt, oder? Das war sie. Kein Streit jetzt, okay? Nicht, dass Tali jetzt noch einfach solche Leinen hier rauslässt. Aber finde ich schön, dass gerade Tali es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da den Partner automatisch nehmen. Dass der dann hier zu Hilfe kommt. Von Easy Fleisch. Wir stellen nichts her, das nach Kurgana schmeckt. Und schon gar keine Grill-Asari. Mit so etwas machen wir keine Geschäfte. Bitte beschränken Sie sich bei Ihren Bestellungen auf unseren offiziellen Katalog. Mit freundlichem Gruß, Gret Best. Versandleiter Easy Fleisch Inc. Finde ich geil. Nur warum nicht mal so ein gekochter Kroganerhoden oder sowas? Vielleicht fördert das ja die Potenz, wer weiß. So. Aber jetzt könnt ihr was auf die Lausche kriegen. Gut zu hören. Die Lage ist. Anders würde ich es gar nicht wollen. Na, sieh mal an. Haben so ein bisschen was von neu lackierten Cerberus-Truppen, ne? Komm, weg. Okay. Ach, hier. Da ist er doch. Ich habe mich gerade schon gefragt, wo er sich denn verkrochen hat, aber war er doch direkt vor mir. So, erstmal die blöde Drohne weg hier. Was machst du denn hier in meinem Versteck? Verzieh dich, hier will ich sein. Okay, sacken wir mal alles ein, was wir kriegen können. Und weiter geht's. Hier gefällt mir richtig gut, weil es eben mal nicht ein kontrolliertes zum Job gehen ist, sondern man wird eben mal gejagt und hat im Prinzip keine Kontrolle. So. Festes, ich weiß, dass du am Obst knabberst, wenn ich nicht da bin. Lass das! Ich mein's ernst. B. Gut. Habt ihr noch jemanden zum Spielen? Brooks, ich habe einen Weg auf die andere Seite gefunden. Ist aber abgeriegelt. Ja, klar, wegen der Abriegelung. Kommen Sie durch? Das wird schon. Ich versuche einen Override. Spektrumfreigabe wird bestätigt. Na klar doch. So, haben wir hier vielleicht noch was? Nee, ne? Gut. Verdammt. Weiter geht's. Kila, was ist los? Das habe ich ja bis hierher gehört. Alles unter Kontrolle. Wo sind sie denn? Ist das ein Alarm? Was geht da vor? Ich dachte, ich mache ein bisschen interessanter. Natürlich, was sonst? Oh, verzieh dich mal in die Ecke. Dankeschön, das hat ja gedauert. Sie schießen. Und mögen mich nicht. Genau. Commander, es wäre wirklich hilfreich, wenn Sie Funkstille halten würden. Ach, scheiß auf Funkstille. Ich habe mich angefunkt. So. Ich bleibe noch mal kurz hier hinten, um mich noch mal ein bisschen umzuschauen. Denn hier gab es ja noch Zeug. Das wollen wir natürlich mitnehmen. Schass. Shasta? Was ist das denn für ein Name? Shasta, Liebling. Also folgendes, du kannst solche Sachen zu Giala einfach nicht sagen. Sonst flippt sie aus. Ich schwöre dir, da sprengt es ihr das blaue Köpfchen weg.
Ich bezweifle, dass ihr Papa ein Watcher war. Nur sein Gefühl. Okay. Hier gibt's ansonsten nichts mehr. Na dann weiter. Ey, du. Meinst du, ich sehe dich nicht? Bist du bescheuert? Oder denkst du, ich bin bescheuert? Was für ein Kunde. An alle Mitarbeiter. Ich weiß, dass einige von euch mit dem Gedanken spielen, bei mir zu kündigen und bei diesen Ludern drüben bei Mika anzufangen. Aber die sorgen sich nicht so um euch wie ich. Ich sorge mich nämlich total um euch. Und das im positiven Sinne. Ohne Hintergedanken. Salocious Wes, Manager Van Allen Belts. Okay. Wo ist denn jetzt unser Freund hier, der mich gerade zu jagen versucht hat? Ach da. Das war's für dich. Gut. Oh, hier, schön, Waffenladen. Das nehmen wir natürlich gern mit. Leute, ich glaube, bei mir ist was. Ich glaube, mir ist bei was voll Extremem das Kreuzband gerissen. Verliere das Bewusstsein vor Schmerzen. Yeah! Gibba, Gipster, Gublanski. PS. Okay, Leute, echt. Mir wird schwarz. Hier gibt's seltsame Menschen. Stylisch. Echt stylisch. Wahnsinn. Granate! So. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann euch nicht ernst nehmen, Leute. Muss ich euch mal leider so sagen, wie es ist. Ich kann mir nicht helfen, aber so eine echte Bedrohung geht von euch nicht aus. Meistens zumindest. Komm, weg mit dir. Ich kann gerade nicht angreifen. Das war seltsam. So. Und damit sollten wir es doch haben. Commander, ein Shuttle von C-Sicherheit kommt. Sie müssen es nur zu dem Skycar-Laden schaffen. Na klar doch, bin unterwegs. Okay. Brooks Schluss. Nein, Ende. Brooks Ende. Schluss und aus? Brooks? Verdammt. Okay, bis dann. Die ist so dämlich, ganz ehrlich. Na gut, ich weiß nicht, wie die in ihrem Job überleben kann. So, haben wir hier hinten was in der Ecke? Nein. Völlig unnötig, diese Ecke. Hallo, Freunde! Shepard, alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Der Landeplatz ist gleich da drüben, aber hinter einem versperrten Tor. Suchen wir eine Steuerkonsole. Cooles Outfit übrigens. Steuerkonsole, genau. Hast du schon wieder mit den Eierstöcken gedacht? Bist du wirklich durch ein Aquarium gefallen? Darüber reden wir später. Erinnerst du dich noch, als du mich in den Bezirken gerettet hast? Wir reden später darüber. Ich glaube, sie nimmt die Gegner auch nicht sonderlich ernst. Der Cision Galant. Wollten Sie jemals Gefahren aus der Sicherheit Ihres eigenen Skycar heraus erleben? Müssen Sie die Weiten des Unbekannten erkunden und rechtzeitig zum Abendessen wieder zu Hause sein? Der Cision Galant erledigt das für Sie. Leistungsstark, geräuscharm und bereit, sich auf den exklusivsten Boulevards in den Kampf zu stürzen. Cision Motors verschafft Ihnen Raum zum Atmen. Manager Snuckle Venner, Cision Motors. Na dann. Der Cision Dauntless. Sie suchen etwas Einzigartiges. Etwas, das sogar ihre Asari-Nachbarinnen vor Neid ergrünen lässt. Mit dem Cision Dauntless haben sie es gefunden. Diese robuste Schönheit bringt sie nicht nur von einer glamourösen Videopremiere zur nächsten. Sie trägt sie dahin auf einer Wolke des Lächelns. Das beste Angebot im bekannten Universum. Oder ich will nicht mehr Snuckle Venner heißen. Manager Snuckle Venner, Cision Motors. So möchte ich auch nicht heißen. Und der Cision Starward. Von Hand in Fabrikationstanks montiert, die mit gefiltertem Quellwasser aus den Eisbergen von Imaneia gefüllt sind. Der Cision Starward ist mehr als nur ein Auto. Er ist eine Lebensentscheidung. Das garantiert Cision Motors! Manager Snuckle Venher, Cision Motors. Toll. Und wir kriegen bestimmt die Rostmühle hier hinten. Ach, hier geht's ja immer noch nicht durch. Ich will da die ganze Zeit durchtreten, aber da ist ja nichts.
So, dürfen wir uns jetzt den Skycar ausleihen oder was machen wir denn? Ach so, da drüben. Ja, machen wir gleich. Ich guck mal ganz kurz noch, ob wir nicht doch noch vielleicht irgendein Auto mitkaufen können oder so. Wenn hier ein Autoverkäufer wäre, er würde garantiert versuchen, uns auch jetzt was anzudrehen. Hier geht's nicht durch, ne? Nee. Na gut. Auf zur Türsteuerung. Ey. Zurücktreten. Moment. Könnten Sie bitte das Tor öffnen? Danke. Freundlich. Bitte gehen Sie. Also das hätte ich auch geschafft. Du hättest es bloß nicht so versucht. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Tali ist super. Tali ist toll. Sind das unsere Freunde? Nein, ich glaube nicht. Ach, na sieh mal an. Heute geben sich alle und stell dich ein hier. Rex? Was machen Sie denn hier? Kleinerer Streit mit dem Rat über die kroganische Expansion. Das ist doch mal fetzig. Gibt es einen Weg hier raus? Rex, ich bin Profi. Das ist kein Ja. Aber auch kein Nein. Schön. Joker, wir haben kein Transportmittel mehr. Wo sind Sie? Unterwegs. Hab Brooks aufgesammelt. Dachte, Sie haben bestimmt ein paar Fragen. Gut gemacht. Gut. Wir verteidigen uns mal so lang. Oder greifen an. Angriff ist die beste Verteidigung. Rex hat es natürlich auch direkt erwischt, weil er mal wieder mitten in den Feind reinrennen musste. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Natürlich, tut mir leid. Wir sind gleich da. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass die in den Shuttle von C-Sicherheit gekommen sind, ne? Bin fast da, Commander. Halten Sie durch. Also, da scheint ein bisschen mehr dahinter zu stecken. Gut. Aber wir können natürlich noch ein bisschen hier mit denen spielen. Kein Ding. Ein bisschen die Zeit vertreiben. Mit den kleinen Freunden. Nähere mich Ihrer Position, Commander. Folge einfach dem Mündungsfeuer. So. Tut mir leid, dass ich so spät komme. Ich musste die Touristenroute nehmen. Kein Problem. Wir hatten vier beinahe Abstürze. Roten Teufel haben Sie bloß fahren gelernt. Ups. Schöne Grüße von Brooks. Ach, Joker. Kommen Sie zum Shuttle. Ja, Moment, ich will noch gerade hier ein bisschen mich austoben. Ach, Mann. Wo ist denn das Shuttle eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ja, Moment. Gucken wir mal, wo ist denn das Shuttle? Ja, wo ist denn die Exfiltrationszone? Es wäre cool, wenn ihr mir einen Zielpunkt geben würdet. Wir müssen los, Commander. Ich weiß. Ich gehe einfach mal hier vor. Aber hier ist es offenbar nicht. Tali? Tali, sag mir mal, wo ich hin muss.
Die sind total lustig, mir nicht zu sagen, wo das ist. Komm, weg mit dir. Wir können, Commander. Ich weiß, ich komm gleich. Probieren wir es mal hier drüben. Nein, da wird's nicht sein. Wir sind ja immer noch im Laden hier. Es muss ja eigentlich draußen sein. Wir müssen los, Commander. Ja, ist ja gut, Joker. Kriegt man nicht die Krise hier. Ich will doch auch ein bisschen Spaß haben. Da ist es also, na dann. Mir jemand sagen, was hier vorgeht? Wer waren diese Söldner? Schwer bewaffnet und mit Zugang zu Shuttles von C-Sicherheit. Ich weiß nicht. Hab sie noch nie gesehen. Unfassbar, dass sie das überlebt haben. Die hatten Waffen und Granaten und diese Drohnendinger. Ist schon okay. Ich frage Commander Bailey, was bei C-Sicherheit los ist. Okay, das klingt... Moment! Macht das ihren Kontakt dann nicht automatisch auch zum Ziel? Sie hat recht, Shepard. Bis wir mehr wissen, wäre das ein großes Risiko. Okay, dann machen wir erstmal allein weiter. Genau, allein. Ohne Hilfe. Außerhalb des Gesetzes. Okay, klar. Sie nervt mich jetzt schon wahnsinnig. Brooks, es ist okay. Ich weiß, es ist ein bisschen viel. Ich wurde angeschossen. Ich habe Medigel. Aber ich mache einen Bürojob, damit ich eben nicht angeschossen werde. Und Sie töten 100 Leute mit einer Pistole. Okay, ja, das ist passiert. Ich meine, wer macht sowas? Also, außer Ihnen. Medigel macht einen angeblich nervös. Wirklich nervös? Wie sind Sie da reingeraten? Ich verhindere für den Allianz-Geheimdienst das Fälschen und Hacken von Officer-IDs. Ich melde zum Beispiel, wenn jemand mit einem Admirals-Ausweis einen Nachtclub auf der Citadel besucht, obwohl dieser Admiral gerade auf Tuchanka kämpft. Ich habe ein tolles Programm dafür geschrieben. Es heißt Mr. Biscuits. Wie meine Katze. Brooks. Tut mir leid, also Mr. Biscuit, mein Programm hat ein Eindringen in ihre Geheimakten festgestellt. Das geschah dann mit allem, was wir über sie haben. Personalakte, Missionsberichte, einfach alles. Seit wann führt das Hacken von Personaldaten zum Einsatz schwerer Waffen? Bedenken Sie, was Verbrecher mit Shepards militärischen Zugangscodes anfangen könnten. Oder mit seinen Spectre-Codes. Deshalb sollen sie sterben, Shepard. Dann hält die nichts mehr auf, bis es zu spät ist. Okay, finden wir raus, wer die sind und halten wir sie auf. Vorschläge? Was ist mit der Pistole, die Sie mitgenommen haben? Ganz schön heftig für so ein kleines Ding. Ich habe sowas noch nie gesehen. Zeigen Sie mal, vielleicht kann ich helfen. Glyph? Beginne mit dem Sortieren relevanter Informationen, Dr. Tassoni. Liara. Shepard, freut mich, dass nichts Schlimmes passiert ist. Aber das mit dem Sushi-Laden ist traurig. Ich war da sehr gern. Hab ich gehört. Okay, Liara ist beschäftigt. Was macht der Rest der Crew? Ja, was ist mit diesen Faulenzern? Joker, sie waren fleißig. Ich habe Leute gefunden, die gerne unter Beschuss liegen. Erlaubnis an Bord zu kommen, Shepard. Die ganze Bande kommt nur wegen uns. Ist das nicht schön? Mit den Gruppen vor allem, mit den Gruppenmitgliedern reden. Decken sie einen Komplott gegen sich auf. Wunderschön. Ja, dann sprechen wir mal ein bisschen mit den Leuten hier. Fangen wir mit Tali an. Damals bei meiner Pilgerreise bin ich oft an diesem Sushi-Laden vorbeigegangen und habe durchs Fenster die Fische beobachtet. Ich wusste, man würde mich niemals reinlassen, aber ich sagte zu mir, eines Tages, wenn ich mich in der Galaxie bewährt habe, werde ich dort zu Abend essen. Und dann hat jemand den Boden dort ruiniert. Mir geht's übrigens gut. Freut mich. Und versuch bitte nicht noch mehr meiner Kindheitserinnerungen zu zerstören. Selbst schuld, du hättest zunächst mal hingehen können. Hey. Okay, später, wenn alles vorbei und geklärt ist, müssen wir uns über diese Ködersache unterhalten. Bist doch rausgekommen, alles gut? Wie läuft's, Commander? Bin ich froh, dass Liara dabei ist.
Wenn jemand in einem Berg langweiliger Infos den einzigen wichtigen Hinweis finden kann, dann sie. Ja, du bestimmt nicht, das glaube ich dir. Es geht doch nichts über einen kroganischen Leibwächter, was? Ich hatte mal einen Kumpel, der war auch so. Also, genau genommen war er nicht wirklich ein Kumpel. Eher ein Häftling, der uns geholfen hat. Ja, das ist eine lange Geschichte. Übrigens, Brooks ist irgendwie niedlich. Ob die wohl auf dem Markt ist? Echt, du stehst auf solche? Naja, wenn du meinst. Also ich meine jetzt nicht vom Aussehen her, sondern vom Charakter her. Das würde mich unglaublich nerven, dieser hypernervöse Charakter. Was soll's? Der Restaurantanschlag ist in den Nachrichten. Die zivilen Verluste scheinen sich auf Fische zu beschränken. Das ist doch schön. Gut, ich weiß nicht, ob oben auch noch welche rumspringen. Ah, Cortez hat sich an der Bar gemütlich gemacht. Richtig so. Zum Glück ist bei dem Hinterhalt nichts weiter passiert. Keiner von uns hat das kommen sehen. Aber das ist eine Lektion. Kein Abendessen mit Joker. Es endet immer böse. Das wird's gewesen sein, genau. Okay, haben wir eine Nachricht? Nee. Okay, ich dachte, das Blinken ist nur, wenn eine neue Nachricht drin ist, aber scheinbar ja doch nicht. Okay, mit Liara reden wir... Ich hab was gefunden. Wir können das Team zusammenrufen, wenn sie bereit sind. Ja, ich wollte gerade sagen, mit Liara reden wir als letztes. Das sparen wir uns gerade nochmal auf. Ich suche mal noch kurz nach den restlichen. Sowas wie Garrus und so, der muss doch auch noch irgendwo rumspringen. Sind die doch oben vielleicht, hä? Ah, hier! Commander, als wir in meinem Zyklus vor dem Kampf geflohen sind, in dem wir durch Tanks mit Wassertieren stürzten, haben wir normalerweise... Oh, richtig, haben wir nie. Sie sind ein Pionier. Ach, ich mag Javik, er ist cool. Ich wette, Sie haben noch nie gesehen, wie ein Shuttle so runtergeholt wurde. Ich hab's immer noch drauf. Du meinst, indem du mit deinem fetten Körper draufgesprungen bist und es damit zur Landung gezwungen hast? Nee, tatsächlich nicht. So, wo ist denn Garrus? Springt er hier hinten rum, oder? Habe ich den übersehen? Oder habe ich mit dem geredet? Und hab's bloß nicht mitgekriegt? Seltsam. Ich hätte gedacht, Garrus hatte ich jetzt noch nicht gehabt. Wo ist denn der Kerl? Keine Ahnung. Ich mache auf jeden Fall mal eine ganz kurze Aufnahmeunterbrechung und gleich geht's weiter. Okay, weiter geht's. Und ich habe Garrus tatsächlich gefunden, denn hier gab's noch eine Ecke, die ich bisher irgendwie immer übersehen habe. Hier oben. Diese kleine Empore mit diesen lustigen Skulpturdingens drauf. Wie lange hat's gedauert, Shepard? 5 Minuten, bis jemand das Feuer eröffnet hat? Andererseits können wir in diesem coolen Geheimversteck abhängen. Solange die Bösen nicht durchs Fenster reinschauen. Wie geht's? Super, super. Okay, dann wollen wir mal nach unten gehen zu Liara und der komischen Tante und mal schauen, was die herausgefunden haben. Achso, vielleicht nochmal erst nur kurz mit ihr sprechen. Ich werde wegen der Schusswunde einen Bericht schreiben müssen. Sowas soll total kompliziert sein. Es geht schneller, wenn sie eine Vorlage anlegen. Also ich finde, man wird hier zu oft angeschossen. Tja, musst du dich wieder hinter den Schreibtisch verziehen.